Ja, ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt mit 66 Jahren, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wir wollen uns unterhalten über die Vor- und Nachteile des Altwerdens, des Älterwerdens. Ist das wirklich so, wie das Udo Jürgens in seinem tollen Lied gesungen hat? Mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an. Erlebt ihr das so, dass ihr jetzt, wo ihr etwas älter seid, sagt, Mensch, so toll war es eigentlich noch nie. Ich lebe richtig auf, ich mache tolle Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Ich erlebe vielleicht auch noch ganz andere und intensive Sexualität. Oder aber ist es genau umgekehrt? Erlebt ihr das Altwerden, das Altsein eher schlecht, eher negativ, weil Altsein verbunden ist mit Krankheit, mit Einsamkeit, mit sehr viel Abschied nehmen. Viele Leute, die älter und älter werden, müssen sich ja verabschieden von Freunden, die sterben, von Angehörigen, die sterben, vielleicht vom Partner, der gestorben ist. Ich möchte gerne mit euch über das Älterwerden und das Altsein sprechen. Ist es gut für euch? Ist es schlecht für euch? Wie erlebt ihr es? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Mein erster Anrufer heute ist wirklich, das ist ein sehr schöner Zufall, wirklich 66 Jahre alt. Hallo Jan, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja. Jetzt hättest du 2 Monate früher angerufen, dann wäre ich 65 gewesen. Siehst du, als hätten wir es geahnt, ne? Du hast es richtig gemacht, also. Ja, jetzt hat der Udo Jürgens gesungen mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an. Ist es so? Bei dir? Also, es ist natürlich nicht so. Es hat nicht angefangen, aber es hat angefangen, auch schon ein bisschen vor 66, besonders schön zu sein. Mir geht es so gut wie noch nie in meinem Leben. Ach so, ich meine, das ist dann eine Aussage, wenn du sagst, mir geht es so gut wie noch nie in deinem Leben. Wie kommt es, dass es dir jetzt, wo du schon in Anführungszeichen 66 bist, so gut geht? Na, das ist natürlich einmal die Weisheit des Alters. Ja. Das andere Lied, 70 Jahre und kein bisschen weise. Und gehabt, im Schaden nicht gelernt. Das ist genauso richtig, nicht? Ja. Nein. Aber man hat mehr Abstand zu Dingen. Man steht nicht im Stress des beruflichen Alltags. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich bin ursprünglich gelernter Jurist, leider. Mhm. Hab noch als im Hauptfach als 2 Studium Philosophie studiert. Ja. Und war dann schließlich auch eine Zeit als Lehrer, als Dozent tätig. Das war etwas, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Du sagst, ich war leider Jurist. Warum leider? Naja, es ist schon ein problematisches Studienfach. Stimmt. Es ist mein Sohn, der ist mein älterer Sohn, der ist sehr viel pfiffiger. Der hat mal angefangen, als er Betriebswirtschaft nicht zugelassen wurde, Jura zu studieren, hat er aufgehört. Mhm. Also ich möchte jetzt die hörenden Juristen bei denen mich entschuldigen, aber hat gesagt, ich höre auf, die Leute da sind so komisch, da habe ich keine Lust weiter zu studieren. Also es ist ein problematisches Fach, ja, weil es sehr starr ist, nicht? So, das heißt, und es zwingt einen im Grunde auf eine andere Ebene zu gehen, wo Sprache eine andere Ebene hat. Mhm. Und so bin ich ein bisschen zur Literatur gekommen. Verstehe. Ungewöhnlicher Weg. Und Werdegang. Seit wann bist du jetzt ganz aus deinem Beruf raus? Sagen wir mal, ganz und gar seit ich 55 bin, relativ früh. Ah ja, das ist aber dann wirklich sehr früh. Mhm. Ja, das heißt, du kannst es dir konntest es dir finanziell erlauben, so früh dann in den Ruhestand zu gehen? Ja, wie man es nimmt. Also es kommt doch immer darauf an, was man für eine Anspruchshaltung hat. Ich konnte es mir insofern erlauben, als ich aufgrund einer Firmenpleite keinen Pfennig mehr hatte. Aha. Ich haftete persönlich. Ich gehöre nicht zu den cleveren Leuten, die eine Firmenpleite machen und am Ende stinkreich reich sind. Und was war das für eine Firma, die du hattest? Es war ein Beherbergungsbetrieb. Ich gehörte zu den Doofen, die einfach persönlich haften und dann selbst am Arsch sind, um es so zu sagen. Also Jurist, Philosoph und auch noch Hotelier. So ungefähr. Ja. Ich wollte es eigentlich wie Schliemann machen, dann später ausgraben, aber also ich wollte nicht ausgraben, was anderes ausgraben, keine Altertümer, vielleicht philosophische Erkenntnisse oder so ausgraben. Ja. Und es hat eben nicht ganz geklappt, weil die Firma pleite ging und ich persönlich haftete und dann habe ich Sozialhilfe bekommen. Und wie ist das heute? Und heute bekomme ich eine Rente, die um 20 Euro geringer ist als Sozialhilfe. Und magst du sagen, wie hoch die Rente ist?
Sind knapp 800 Euro. Miete 400 praktisch, sozial runtergerechnet, 400 Euro Miete und 400 Euro Lebensunterhalt. Da würden sehr viele Leute sagen und auch zu Recht sagen, dass es sehr wenig Geld ist. Das ist nicht viel Geld, aber mir geht es großartig. Ich kann mir alles erlauben, weil ich keine so hohen Ansprüche stelle. Ne? Ja, das heißt, du führst ein relativ bescheidenes Leben und... gar nicht bescheiden. Nee. Also ich kann mir wirklich alles erlauben. Das Einzige bei Büchern, da wird es eng. Ja. Und ich mache meine Reisen finden statt, indem ich lese. Nicht? Ja. Also wenn ich jetzt große Reiseansprüche hätte, wäre es schlecht. Ne? Wo lebst du? In Berlin. In Berlin? Ja. Da hast du natürlich auch einen tollen... Ich sehe mich denn nicht. Ich sehe dich doch. Da hast du aber auch wirklich einen tollen Ort, eine tolle Stadt, wo man einfach viel erleben auch kann, ohne reisen zu müssen. Ne? Weil die meisten Leute reisen ja nach Berlin und du bist schon in Berlin. Ja, das ist sicher. Viele Leute, wenn sie älter werden, haben ja nur auch immer und immer wieder Probleme, leider Gottes, mit der Gesundheit. Wie ist das bei dir? Meine größten Probleme mit der Gesundheit hatte ich... Mitte der 80er, das war so eine Art, also da war ich circa 45, eine Art Midlife-Crisis. Mhm. Und da kündigte sich dann der finanzielle Ruin an. Mhm. Und dann habe ich gekämpft, um den aufzuhalten. Dann ist es eine Weile gelungen, den aufzuhalten. Und da bin ich dann schließlich in den Alkohol abgedriftet. Oh. Mhm. Und habe ein riesiges Alkoholproblem gehabt. Warst du Alkoholiker oder bist du Alkoholiker? Das habe ich mich auch immer gefragt. Dann habe ich gefragt, bin ich so oder bin ich nicht? Ja. Da haben die gesagt, du musst weiter trinken. Wenn du weiter trinkst, dann wirst du rauskriegen, ob du Alkoholiker bist. Mhm. Und ich trinke weiter, ab und zu ein Gläschen, aber ich kann es ganz sein lassen und insofern bin ich kein Alkoholiker. Also die Gefahr ist gebannt? Diese Gefahr ist gebannt und vor allem, woran hat es gelegen? Erstmal natürlich an dieser katastrophalen Situation. Es war nachher, der tatsächliche Ruin war sehr viel schlimmer, sehr viel weniger schlimm als die Angst vor dem Ruin. Ah, ja. Das war im Gegenteil befreiend. Also seit 11 Jahren, 55, ne, hast du gesagt, fing das an. Seit 11 Jahren quasi ein freier Mann. Ja. Mit zwar wenig Geld, aber ein freier Mann. Du verbringst deine Stunden mit, hast du es gerade schon gesagt, mit Lesen. Was machst du sonst noch so? Und Schreiben. Ja. Was schreibst du? Ja, Gedichte, kleinere Erzählungen und eine etwas größere Erzählung. Das ist eine Fortsetzung von Hermann Hesses, Narziss und Goldmund. Ach, guck. Goldmund und Narziss heißt. Machst du das so für dich oder mit der Hoffnung, das irgendwann auch verlegen zu können? Nee, ich habe es jetzt dem Surkamp Verlag, dem Hermann Hesse Verlag mal gegeben. Ja. Nur wollen wir mal schauen, was die dazu sagen. Es knüpft nämlich da an, wo Narziss und Goldmund aufhört. Nämlich, er hört ja auch mit dem Tod von Goldmund, der dann zu Narziss sagt, wie kann man nur leben, wie kann man nur lieben, wie kann man nur sterben, wenn man keine Mutter hat. Mhm. Du musst in die Welt gehen, um deine Mutter kennenzulernen. Das tut dann der Narzisst, der legt sein Amt als Abt nieder und geht in die Welt. Und das wenn man, ist eine Geschichte. Je älter man wird, desto näher rückt man auch an den Tod. Ja. Man ist vielleicht immer nah am Tod, auch als junger Mensch, man weiß es nicht, aber wenn man älter wird, ist es definitiv so. Hast du Angst vor dem Tod? Nein, Angst vor dem Tod habe ich nicht. Also ich kann mir darunter noch relativ wenig vorstellen. Dazu bin ich noch zu jung. Das heißt, das ist noch gar kein Thema für dich? Na doch, ich habe mir neulich um meine Beerdigung mal Gedanken gemacht. Man könnte nämlich, damit die billig ist, sich in Tschechien machen. Aber das möchte ich nicht. Dafür sollte Geld ausgeben, weil die Straßen vielleicht zu rumpelig sind. Und deswegen möchte ich hier ganz in der Nähe verbrannt werden. Das ist ja ganz in der Nähe, ist das Krematorium Ruhleben. Ja. Und dann rumpelt es nicht so, die Straße auch ziemlich glatt. Ist dann angenehmer, stimmt schon, ja. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, getrennt von meiner Frau. Und ich mache auch ganz, ganz viel alleine. Ja. War auch allein verreist. Und das war großartig. Also ich war das erste Mal längere Zeit, 14 Tage allein verreist. Ja. Und ich bekomme natürlich heute, als junger Mann war ich auch mal allein verreist, das war schrecklich, da war ich einsam. Jetzt bekomme ich ganz viel, ganz leicht Kontakte. Ich war in Ahrenshoop und es ist eine herrliche Landschaft. Wo ist das Ahrenshoop? Ahrenshoop an der Ostsee. An der Ostsee, ja. Auf dem Darß. Ja. Und da ist die Künstlerkolonie Ahrenshoop gewesen. Ja. Und da habe ich mich intensiv mit der Malerei dort beschäftigt, so faszinierend, so toll. Die sind so großartig, diese deutschen Maler. Mensch, du. Weil sie Impressionisten sind, bekannt. Du platzt ja vor Vitalität. Ja. Da ist aber auch nichts an Altersdepression zu spüren. Überhaupt nichts. Hast du Kinder? Gar nicht.
Also ich habe eben damals, das war ich, hub ich an zu erzählen, das ist aus dem Auge verloren, dieses mit dem Alkohol, also es waren starke Depressionen, in die ich dann verfallen war, aufgrund dieser finanziellen Situation als äußerer Auslöser. Ja. Aber es gab auch noch einen inneren Auslöser, einen hirnphysiologischen, nämlich es wurde dann festgestellt, dass es eine Störung des Serotoninhaushaltes ist. Mhm. Und seit 2001 bekomme ich ein Medikament, Ladem, da ist der Wirkstoff Sertralin drin enthalten. Das fördert die, die Glücksstoffe im Gehirn. Ne? Dieses Glückshormon. Genau. Mhm. Und seit ich dieses Zeug bekomme, geht's dir wunderbar. Habe ich gar keine Depression mehr. Hast du Kinder? Ja. Ja. Da sagen die auch, das ist ja ein völlig ausgeflippter Alter, unser Papa. Ja, das finden sie schon, aber sie finden es auch ein bisschen kritisch, sehen sie das, nicht? Ja. Wie sehen sie das ein bisschen? Ich kann mich ja nicht so positiv selbst darstellen, wie jetzt bei dir, Tobias. Ich habe es nicht verstanden, die sehen das kritisch. Die sehen es natürlich kritisch. Kritisch, ja. Ja, ich hatte es akustisch nicht ausgeflippt, verstanden. Ausgeflippt, ja. Ne? Also, ich finde es toll und du machst mir Mut, wenn ich so mit 66 auch drauf bin, bin ich sehr froh. Und es ist auch so ein schöner Inhalt, den du transportiert hast, dass man eben auch mit relativ wenig es sich trotzdem gut machen kann. Ne? Ja, ich will es gleich nochmal sagen, also das Wenige ist eigentlich viel. Mhm. Die Landschaft ist so herrlich, ja. Die Malerei ist so ja, herrlich, ja, ja, ja. Der Sex ist so herrlich. Das heißt, du hast auch noch Sex viel. Das ist ja sehr viel. Und das ist ein derartiger Zauber. Ja. Das ist alles ohne Geld, mit ganz wenig Geld zu haben. Wenn du sagst, du bist alleine, mit wem hast du Sex? Ja, mit verschiedenen Leuten. Achso, es gibt dann so Affären. Ja. Ja, sind die Frauen? Ich gehe mal davon aus, dass es Frauen sind. Nee, es sind jetzt also mit zunehmendem Alter mehr und mehr Männer. Ach so. Also na, du bist ja ein bunter Vogel. Also auch jüngere Männer. Und zwar habe ich neulich mal, ich hatte eine sehr gute Therapeutin und der habe ich gesagt, ja, jetzt inzwischen ist es mir doch gelungen, dass ich mal umgestellt habe auf annähernd Gleichaltrige. Ja. Früher stand ich ja immer nur auf Jüngere. Ja. Ich habe jetzt gleichzeitig 23-Jährige am Wickel. Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar. Und so viel Potenz ist da. Naja, das ist doch aber keine Potenz, das ist einfach, ist doch genießen. Lieber Jan, Leistung. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. Bleib wie du bist und ich wünsche dir vor allen Dingen viel Erfolg mit deinem Buch. Wenn das erscheint, werden wir das ja alle erfahren und ich werde es mit Spannung lesen. Mit großem Interesse lesen. Und bleib du auch so, wie du bist. Ja. Dankeschön. Und? Alles Gute. 66, tschüss, Jan. Wenn du 66 bist, sprechen wir uns wieder. So machen wir das ganz genau. Tschüss. Okay, danke dir. Ciao. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Abend heißt mit 66 Jahren und ich möchte gerne mit euch reden über die Vor- und Nachteile des Älterwerdens. Ist es so schön und so toll, wie das Jan gerade beschrieben hat, oder erlebt ihr das Altsein, das Älterwerden doch als problematisch, weil ihr vielleicht einsam seid, weil ihr euren Partner verloren habt, weil ihr krank seid, weil ihr viel konfrontiert seid mit dem Tod, wie auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Hier ist Agnes und Agnes kriege ich jetzt nicht. Ah, hier ist sie. Agnes, 68 Jahre. Guten Morgen. Hallo? Ja. Ja, hallo Agnes, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch toll. Ja. Du hast dich zu unserem Thema des Älterwerdens gemeldet. Ja, dazu habe ich mich gemeldet. Da findet ja jeder, der darüber spricht, der findet das so toll. Man hat sein Arbeitsleben hinter sich, man hat genügend, um sich zu versorgen. Mhm. Aber eines fehlt mir eigentlich, dass wenn jetzt eine, so wie ich in meinem Alter, sich noch ganz fit fühlt und irgendwo mal arbeiten gehen möchte, dann ist Feierabend. Mhm. Ich will jetzt nicht 8 Stunden oder 9 Stunden an einem Streifen arbeiten, sondern ich möchte gerne, außer in irgendeinem sozialen oder karitativen Bereich, das habe ich nämlich lange genug gemacht, weil ich eine alte Mutter hatte. Ja. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte in meinem früher angestammten Beruf, so als kaufmännische Angestellte oder irgendwas, ein paar Stunden arbeiten. Die Welt sagt immer nur, nein, nicht das zu alt. Das glaube ich. Aber brauchen wir im Moment nicht. Mein Gott, die Welt sagt ja schon, sie sind zu alt, wenn man 48 oder 50 ist. Ja, das ist ja der Mist. Entschuldigung. Wie lange bist du aus deinem Beruf raus?
Seit nunmehr 8 Jahren. 8 Jahren. Wahrscheinlich wäre es dann auch wiederum schwierig, überhaupt noch wieder reinzukommen, ne? Weil die Zeit entwickelt sich ja so schnell und es kommt immer wieder was Neues. Ja, das ist richtig. Aber ich denke doch auch mal, dass es Tätigkeiten gibt, die, bestimmt, ja. Ich auch mitgekriegt habe. Also ich hatte auch einen Computer gehabt. Ne? So ist es nicht. Wie viel Anläufe hast du denn schon unternommen, irgendwo in deinem Alter noch einen Job zu kriegen? Hier in meiner Ecke, also die, da kennen mich fast alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Fast alle. Das heißt also ganz viele Anläufe gemacht. Und wie sind die Reaktionen? Sind die nicht manchmal sogar, dass die dich auslachen, wenn du noch dich ja, noch... Ja, außer im Telefonverkauf, da könnte man noch einsteigen. Da könnte man noch. Und da bin ich, ich habe früher nie verkauft, also zu uns sind sie immer gekommen und wollten was haben. Mhm. Und das könnte ich mir nicht mehr angewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nun könnte man ja sagen, die Agnes, die ist Gott sei Dank sehr fit mit ihren 68 Jahren. Die könnte doch ihre freie Zeit in vollen Zügen genießen. Warum willst du noch arbeiten? Ja, aber warum sollte ich denn? Also wir sind in Urlaub gefahren, als mein Mann noch lebte, und wir haben das ausreichend gemacht. Mhm. So, und wir haben uns alles Mögliche angeguckt früher, als man noch jünger war, als man noch sagte, komm, wir fahren nach Dortmund, wir fahren hierhin oder dahin. Das hat man gemacht. Ja. Dann ist irgendwann der Pegel erreicht. Man hatte einige Abos an Theatern, die hat man ausgenutzt. Heute könnte ich mir kein Hamlet mehr angucken. Ich habe mir das mal einmal angetan. Da fehlt einem irgendwas. Da fehlt mir die Kostümierung von früher. Also so weit bin ich auch nicht, dass ich so schnell umdenken kann. Ne? Das sind alles so Dinge... Und es gibt wirklich wenige Leute, entweder fahren die jetzt wie verrückt weg, weil sie es früher nicht gemacht haben, und gehen heute in Theater, weil sie es früher nicht gemacht haben. Also Thema Reisen würdest du für dich sagen, du bist ausgereist. Du hast alles gesehen, was dich interessiert. Wir haben das, was uns interessiert hat, haben wir gesehen. Ja, und keine Lust, nochmal irgendwie Objekt zu machen. Ich fahre ja jetzt auch nochmal in Urlaub, also so ist es nicht. Fällt dir die Decke auf den Kopf zu Hause? Ja, eigentlich nicht, weil ich ja trotzdem immer noch irgendwie dann mit dem Weiberhaufen Kaffee trinken gehe und sowas alles. Aber das hat sich dann auch wiederum geändert, weil die meisten meiner Bekannten, die weiblichen, die sind ja mittlerweile alle Oma geworden und die sind jetzt da eingespannt. Und ich bin leider eine von denen, die kinderlos ist. Ah ja. So, also da fehlt einem dann auch, weil es fehlt irgendwas. Ja. Oder steckt hinter dem Wunsch, berufstätig sein zu wollen, nochmal auch eine finanzielle Überlegung, dass du noch was dazu verdienen möchtest? Brauchtest du nicht? Also ich habe bis zu meinem 60. gearbeitet und mein Mann hat auch ein gutes. Achso, dann kommst du gut durch. Ich komme nicht über die Runden, also ich kann schon damit auskommen. Ne? So, nun wird es, die Wahrscheinlichkeit wird sehr gering sein, dass du was findest. Ja, das ist so, dass man noch so ein bisschen Anteil an all dem nimmt und sich nicht überflüssig fühlt. Also das ist meine Meinung. Nun könntest du du hast es ja gerade auch schon gesagt, doch auch weiter im karitativen Bereich arbeiten. Warum möchtest du das nicht? Ja, weil da habe ich kein Interesse mehr dran, weil ich es festgestellt habe, meine Mutter hat 5 Jahre in einem Heim gelebt, weil die sehr krank war. Mhm. Und da habe ich mich engagiert. Ja. Und dann ist es aber auch so, dass man da sehr schnell gebraucht wird, sodass dann andere Leute, also Pfleger oder sowas, die geht schon dahin und dann brauchen wir da keine hinzuschicken. Mhm, also das ist mir ein bisschen suspekt geworden. Da habe ich jetzt Abstand genommen. So, nicht im karitativen Bereich und einen Job wird es wahrscheinlich nicht geben. Was wirst du tun? Ja, weiß ich noch nicht. Durch die Gegend rasen und irgendwas machen. Ich sag morgens mit irgendwelchen Frauen Kaffee trinken gehen, mittags mit irgendeiner essen gehen oder sowas. Das mache ich wohl. Ne? Wie lange ist dein Mann schon tot? Der ist 1999 verstorben. 1999. Ja. Und da habe ich mich auch schon umgesehen. Also ich gehe auch ab und zu da zu so Tanzveranstaltungen für die älteren Leute. Wollte ich gerade darauf hinaus. Du könntest dir vorstellen, nochmal eine Beziehung einzugehen. Ja, das muss dann aber, ich könnte, aber da muss schon einiges hinhauen. Ne? Das muss dann schon ein Prinz sein. Ja, aber hallo. Ne? Aber hallo. Und das, was ich bisher kennengelernt habe, die haben sich alle so dargestellt, als wenn das die, Hinz können heute noch, selbst mit 70. Ja. Und hinterher dann waren die so dröge gewesen. Also so kann ich mir nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall machst du da Unternehmungen und bist offenen Auges, sagen wir es mal so. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Nein. Also mir fehlt irgendwie vielleicht auch ein bisschen Anerkennung oder sowas.
die kriegt man ja auch nicht im normalen Leben. Ja. Da sagt dann höchstens meine Bekannte, oh, was bist du schick oder so. Ne? Aber das kann ja nicht alles sein. Ne? Aber vielleicht solltest du das nochmal überlegen. Ich meine, man kann ja so als ehrenamtlicher Helfer, es muss ja nicht gerade da sein, wo du schon gearbeitet hast, es könnte ja auch in einem anderen Bereich sein, macht man ja sehr wichtige Arbeit und kriegt oftmals dann auch eine tolle Rückmeldung und verbucht dann für sich auch tolle Erfolgserlebnisse, weil es eine wichtige Tätigkeit ist. Vielleicht solltest du doch nochmal überlegen, in diesen Bereich zu gehen. Nee. Muss ich gar nicht anfangen zu überzeugen. Nee, mach ich nicht mehr. Das kann aber auch was damit zu tun haben, dass man da so ein bisschen sehr viel gesehen hat. Mhm. Und als Laie, also es ist noch was anderes, wenn man da einen Angehörigen drin hat, als wenn man da so, ja, nee, aber das ist nicht mehr mein Thema. Hast du Angst vor dem Älterwerden? Eigentlich gar nicht. Mhm. Ich bin ja schon alt genug eigentlich, aber ich habe immer das Gefühl, als müsste ich noch älter werden. Wenn du mit einer 92-Jährigen dich unterhältst, dann sagt die, du junges Ding zu dir wahrscheinlich. Das hat meine Mutter mir oft gesagt. Ja. Wie alt ist deine Mama geworden? 98. Ja. Stolzes Alter. Und als ich 68 geworden bin, da hat meine Freundin zu mir gesagt, jetzt hast du ja nur noch 30 Jahre vor dir. Genau. Und das möchte ich auch nicht werden, muss ich ehrlich sagen. Nee, möchtest du nicht? Auch wenn du gesund wärst dabei? Ja, wenn das alles noch so funktioniert. Ne? Aber ich denke mal, das ist alles irgendwann nach. Ne? Irgendwann lässt es nach und dann wird es beschwerlich. Ja, und dann weiß ich das vielleicht nicht mehr, dass es nachlässt. Ne? Also die Menschen, die wirklich sehr alt sind und sehr fit, das sind sehr wenige. Und das ist eine große Gnade, wenn man das erleben kann. Ja, ich habe eigentlich noch nie einen gesehen, der 98 war, wo nur alles in Ordnung war. Also das will, glaube ich, nicht. Ich habe heute noch vorhin im Fernsehen gesehen, dass Juppie Heesters mit 102 irgendeinen Preis bekommen hat in Berlin und immer noch auf der Bühne steht. Ja. Aber das sind solche großen Ausnahmen, da kann man, das ist wirklich so einzigartig. Ja, da bin ich auch anderer Meinung. Also Juppie Heesters wird hingestellt, ne, und steht nicht und nee, also da muss ich nicht haben. Musst du nicht mehr haben. Nein. Nein, muss ich nicht so altersentsprechend. So, Agnes, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir einen coolen Job und einen tollen Kerl. Ah, ja, das ist in Ordnung. Schönen Dank auch. Das wär's doch. Alles Gute, Agnes. Tschüss. Unser Thema heißt mit 66 Jahren, ... über die Vor- und Nachteile des Älterwerdens oder des Altseins. Wenn ihr mich anrufen wollt, ich freue mich drüber, 0800 220 5050, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Hier ist aber ein ganz, ganz junger Mann. Ich bin gespannt, was der zum Thema zu sagen hat, nämlich Patrick. Patrick ist 21. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Patrick, du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet, das wundert mich. Warum? Ja, ich habe mich zum Thema gemeldet und zwar, die Agnes hat es ja gerade auch schon angesprochen, und zwar das Leben im Altenheim. Mhm. Ich bin persönlich Altenpfleger, jetzt seit einem Jahr arbeite ich jetzt in einer stationären Pflege, habe davor halt meine Ausbildung gemacht, habe da 3 Jahre das Leben halt im Altenheim als Praktikant mitgekriegt, das ist ja dann auch immer was anderes, ne, weil man halt mehr Zeit hat, und wurde jetzt halt ins Berufsleben reingeschmissen quasi, ne? Und lernen jetzt halt so die anderen Seiten des Lebens in einem Altenheim kennen. Ne? Was meinst du mit anderen Seiten? Und es kommt immer darauf an, wie die Selbstständigkeit noch erhaben ist. Mhm. Entweder man hat die Selbstständigkeit und kann sich um sein Leben kümmern, auch, sag ich mal, außerhalb des Altenheims noch, sag ich mal, wenn man seine sozialen Kontakte noch hat, ist das alles schön und gut. Aber sobald man irgendwie auf die Hilfe anderer angewiesen ist, sieht es im Altenheim halt schon sehr schlecht aus. Also wenn man bettlägerig ist oder wenn man geistig noch, verwirrt noch ist? Noch nicht mal. Auch wenn man geistig noch da ist. Das ist ja halt auch noch das Schlimme, was ich finde. Ne? Ich meine, wenn man eine Altersdemenz hat, sag ich mal, man merkt in irgendeinem Stadion schon gar nicht mehr großartig, oder man legt da nicht mehr so viel Wert drauf, sag ich mal. Man will nur seinen Tag rumkriegen. Aber es geht mir auch um die Leute, die halt noch gesund im Heim sind. Ne? Sind das... fitte Leute noch. Ne? Und dessen Stärken und Selbstständigkeit... halt überhaupt gefördert wird und auch überhaupt nicht gefördert werden kann, weil halt viel zu wenig Zeit für die Leute da ist. Ne? Also du meinst, wenn Leute in ein Altenheim kommen und keine großartigen Außenkontakte mehr haben, sie selbst aber doch noch relativ fit sind, ist das schon schlecht bestellt um sie? Die sind quasi, also in vielen Heimen, ich will jetzt nicht für alle Heime sprechen, aber in vielen Heimen sind diese Leute einfach aufgeschmissen. Ne? Weil man sich nicht um sie kümmert und letztendlich verkümmern sie dann, oder wie? Richtig, weil auch viel zu wenig Beschäftigungsmöglichkeiten den Menschen geboten werden. Ne? Und dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Leute halt im Altenheim verstumpfen. Ne? Ich spreche mir irgendwelche Bilder an, wo wirklich Leute
im Speisesaal sitzen, sage ich jetzt mal, ne, und keine Antwort spricht, sage ich jetzt mal, ne, obwohl sie es noch könnten. Das muss ich mal gerade bestätigen. Ich wohne in meinem Viertel, wo ich wohne, gibt es auch ein Altenheim. Ja. Und im Winter, da sieht man das besser, da ist der Speisesaal ist ebenerdig. Und wenn man im Winter so abends um fünf, wenn schon Licht in den Räumen ist, da vorbeikommt und guckt in diesen Speisesaal rein, das ist bisweilen so ein trauriger Anblick, da sitzen dann an einzelnen Tischen einzelne Menschen, ganz alte Menschen, die haben dann gerade gegessen und sitzen und gucken so unter sich. Richtig. Dieses Bild, das geht mir immer durch und durch, wenn ich das sehe, diese alten Menschen alleine am Tisch sitzen und gucken unter sich. Und das Schlimmste ist, die Menschen werden so gemacht quasi im Altenheim, ne? Weil ihnen halt keine andere Möglichkeit bleibt. Das heißt, du bist Krankenpfleger und du sagst, die werden gemacht, weil es nicht genügend Pflegepersonal gibt, die sich um die Menschen kümmern könnten. Erstens das, und wenn es dann wirklich mal ein Heim gibt, wo dann halt viele Pflegekräfte da sind, wird es halt auch wenig genutzt, ne? Das muss ich auch kritisieren, ne? Genutzt von wem? Von den Pflegern an sich, die mehr aus ihrer Zeit machen könnten, ne? Ach so. Aber dann kommt dann auch wieder der Punkt zu die Bürokratie, ne, die auch in der Pflege dann noch einen großen Platz einnimmt. Ne? Meinst du, das liegt ausnahmslos an den zu wenigen Pflegekräften, die da sind? Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung. Ich spreche jetzt nur aus dieser einen Heimerfahrung, die ich jetzt habe, und da ist es ganz, ganz klar so. Ne? Ja, ja. Und so wie ich das halt auch von meinen Mitkollegen und meinen Mitschülern aus der damaligen Ausbildung, wenn ich mit denen spreche, bei denen sieht das auch nicht großartig anders aus. Ne? Du bist noch sehr jung und bist noch voller Idealismus. Stößt du da nicht auf Aggression oder Aversion bei deinen vielleicht schon etwas älteren Kollegen, wenn ihr da so mit vielen guten Vorsätzen an die Arbeit geht? Ja, richtig. Aber die Leute stumpfen auch mit der Zeit ab. Ne? Weil es wird sich halt nicht mehr dagegen gewehrt. Ne? Obwohl man halt auf den Tisch hauen kann, wird jetzt nicht gemacht, weil die Leute Angst haben um ihre Arbeitsplätze. Es werden nur noch Zeitverträge, sag ich mal, vergeben. Die Leute natürlich, wenn die den Mund aufmachen, sowas bei uns, dann gibt es halt keine Verlängerung. Ne? Und wer kann sich in der heutigen Zeit schon sowas leisten? Ja, klar. Ne? Das ist der böse Kreislauf. Genau, das ist in sehr vielen Bereichen so, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Du hast ja jetzt aufgrund deiner Tätigkeit, der mehrjährigen Tätigkeit schon im Altenpflegebereich, sicherlich auch sehr traurige Fälle gesehen schon. Und erlebst sie täglich wahrscheinlich. Was ist der traurigste Fall, den du im Moment betreuen musst, für dich, der dir am meisten zu Herzen geht? Ja, bei mir geht die Alzheimer-Fälle viel, viel zu Herzen, ne? Weil es ist halt eine Krankheit, die Krankheit kann man nicht stoppen, da gibt es leider nichts gegen, aber man kann diese Krankheit durchaus noch hinauszögern. Und es wäre durchaus die Möglichkeit gegeben, wenn, sag ich mal, ein Mitarbeiter pro Station nur darauf abgerichtet wäre, für die Betreuung Demenzkranker. Und so sind wir wieder damit beschäftigt. Ne? Ja, und so sind wir beim Thema Personal. Ne? Also wenn genügend Personal da wäre, könnte man sich mehr um die Menschen... Beim Thema, ne? Und beim Thema Geld, halt zu wenig Geld da. Die Leute müssen immer mehr Mitarbeiter einsparen und wir müssen halt drunter leiden. Und das Schlimme ist, es wird halt auch zu wenig, finde ich, darüber gesprochen. Ja. Also, ne, ich spreche jetzt mit dir darüber, aber ich gucke in der Fernsehzeitung, da gucke ich regelmäßig rein, ob wirklich irgendwann was über die Altenpflege kommt. Es wird zu wenig darauf aufmerksam gemacht. Nur ich finde, das ist ein ganz gravierendes Problem, weil das kommt irgendwann auf uns alle zu. Zunehmend, Gott sei Dank, immer mehr. Vor ein paar Jahren war das noch mehr verschwiegen als heute, aber zunehmend immer mehr. Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, als Pfleger in deinem Fall, als Altenpfleger, konfrontiert zu sein mit Fällen, mit Menschen, die schon viele Jahre ans Bett gefesselt sind. Ja. Die vielleicht dann noch sogar geistig rege sind, aber einfach nicht mehr aufstehen können und schwer erkrankt sind. Da kommt es dann halt, wie gesagt, auf die Person an. Wie geht diese einzelne Person damit um? Ne? Weil entweder die Person findet sich mit der Situation ab und lebt mit den Umständen, die gegeben sind und mit den Möglichkeiten. Das sind halt sehr, sehr wenige. Ich spreche sie Tagesbeschäftigung an. Es sind halt wenig Möglichkeiten, die zur Auswahl stehen. Ne? Entweder man findet sich damit ab oder man findet sich nicht damit ab. Aber, ne, wenn man das so täglich erlebt, wie du es erlebst, nun bist du noch sehr jung, es ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, dennoch stelle ich sie mal. Hast du vor deinem eigenen Altsein, sehr Altsein Angst? Ja, vor meinem Altsein nicht. Ne? Wenn ich meine Vorhörer da angehört habe, ne, hört sich das dann auch alles bei denen sehr gut an. Aber das sind halt die Glücksfälle. Ne? Wenn die Selbstständigkeit erhalten bleibt, habe ich kein bisschen Angst vom Alter. Ne? Aber wenn die Hilfebedürftigkeit kommt, dann mache ich mir schon meine Gedanken, was dann auf mich zukommt. So. Bei mir ist es jetzt noch lange hin, aber wie gesagt, ich bin ja jeden Tag damit beschäftigt. Ne? Ich
ich mache mir klar, mache ich mir meine Gedanken. Ja. Da, ne? Also Patrick, ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Elan und deinen Idealismus beibehältst. Ja. Dass das auch über viele Jahre noch so bleibt und dass du ein Kämpfer für die Menschen bleibst. Ja. Du hast, ich sage es dir und ich sage das auch immer und immer wieder, du hast einen so wichtigen Beruf, dem höchste Achtung gehört, finde ich. Und all die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, leisten so viel. Und man nimmt es so in der Gesellschaft als selbstverständlich hin. Und die Bezahlung könnte ja auch noch ein bisschen besser bei euch sein, ne, finde ich. Das stimmt durchaus, ja. Also, Respekt vor deiner Arbeit und mach die so nach deinen idealen Vorstellungen, wie du es für richtig hältst. Ja, alles klar. Alles Gute, Patrick. Ja gut, ich möchte noch Ihnen grüßen. Schöne Grüße an André und Christina, die hören gerade zu. Okay. Und natürlich noch einen schönen Abend, Jürgen. Alles klar, tschüss, Patrick. Ja, tschüss. Und weiter mit unserem Thema Alter und Älterwerden mit Gertrude. Und Gertrude ist 63. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Gertrude. Hallo. Ja, wie ist es denn bei dir? Wie empfindest du es denn, das Ältersein und Älterwerden? Ja, bis jetzt, muss ich sagen, geht mir es gut. Mhm. Ich war nie krank gewesen, solange ich gearbeitet habe. Ich habe in der Kantine gearbeitet, an der Kasse und zu essen und so weiter. Und bist jetzt Rentnerin? Bitte? Und bist jetzt Rentnerin? Ich bin jetzt in Rente, ja. Ich habe dann damals die Altersteilzeit versucht, ob es finanzmäßig geht. Ja. Und dann hat sich auch bei mir so langsam was eingestellt. Also ich merkte, mit meinem Körper stimmt das nicht. Irgendwie klappte das nicht mehr. Ich habe so lange gebraucht, um was sauber zu machen. Ja. Es war alles so schwer. Also kurz und gut, ich habe Parkinson. Ach so. Ne? Ah ja. Das war natürlich eine tolle Nachricht. Wie alt warst du, als du die Diagnose bekommen hast? Seit vier Jahren. 60 war ich dann damals ungefähr. Mhm. Ja, 60. Wie geht es dir heute gesundheitlich? Ja, ich sage, mir geht es ja noch gut. Also ich meine, Parkinson ist natürlich eine Krankheit, die auch nicht zu heilen ist und die langsam fortschreitet. Mhm. Aber man hat kaum Schmerzen. Mhm. Und wie es weitergeht, kann man an für sich auch nicht sagen. Das ist bei jedem anders. Der eine, der kann vielleicht mit 60 im Rollstuhl sitzen, der andere mit 80 noch flott rumlaufen. Ja. Das ist also ganz verschieden. Und mir geht es, muss ich sagen, noch gut. Ich kann meinen Haushalt noch alleine machen. Du lebst auch alleine? Mein einer Sohn ist noch bei mir, mhm, aber der macht so für sich alleine. Ja, wie alt ist der? Jetzt würde ich sagen, der ist immer noch da. Ich glaube, der ist 37. 37 schon? Ja. Da wird es aber Zeit, dass er rauskommt. Nein, ich brauche ihn ab und zu mal. Du brauchst ihn, okay. Das ist ganz gut. Okay. Dann bleibt er also da. Ich mache so, wie gesagt, meinen Haushalt noch alleine. Alles, mhm. Aber es dauert halt unendlich lange, mhm, bis ich was habe und kostet unheimliche Kraft. Mhm. Das heißt, weil alles langsamer gehen muss? Es ist alles so schwer. Und mehr Energie braucht? Ja, mhm, es ist alles furchtbar schwer. Ich sage, die Zeitung, die wiegt einen Zentner. Also das ist unglaublich. Und ich bin früher so mit dem Fahrrad gefahren. Wenn man so eine, das ist ja eine sehr heimtückische Erkrankung, Parkinson. Ja. Ist das so, dass du dich quasi jeden Morgen wieder aufhast, beobachtest? Ist jetzt wieder was passiert? Nein, das nicht. Nein, gar nicht. Mhm. Also ich brauche natürlich furchtbar lange, bis ich, also wie gesagt, nachts bin ich ja nass geschwitzt, wie verrückt. Das machen bei Parkinson ist das. Mhm. Und dann stehe ich erstmal auf und wenn ich mich geduscht habe und abgetrocknet und angezogen, da bin ich wieder so geschwitzt von lauter Anstrengung, dass ich praktisch nochmal unter die Dusche könnte. Wie ist es denn mit dem, kannst du ganz normal gehen noch? Nein, also geradeaus geht es noch, aber um die Kurve mache ich, und da bin ich schon ein paar Mal hingefallen, das ist gefährlich bei Parkinson. Hast du so einen Gehwagen? Oder einen Stock? Ich noch nicht. Ich habe so einen Einkaufswagen, weil ich kann auch kaum mehr was tragen. Mhm. Und ich gehe halt aus dem Haus, wenn ich einigermaßen gut gehen kann. Aber das kann manchmal morgens sein, das kann nachmittags sein. Das gibt also nicht so, wenn ich jetzt Tabletten genommen habe, so jetzt geht das besser. Ja. Das hat damit gar nichts zu tun. Hast du den Eindruck, dass diese Erkrankung dich so zunehmend isoliert zu Hause? Nein. Das nicht? Nein. Ich bin allerdings, muss ich sagen, früher auch viel alleine zu Hause gewesen. Ja. Und mache es jetzt auch. Und ich habe auch so Hobbys, da brauche ich das auch. Ja, was hast du für Hobbys? Ja, ich lese und vor allem ich sticke gerne. Du stickst gerne? Oh ja. Ah, das ist natürlich ein schönes Hobby, wo man ein sehr meditatives Hobby und... Ich finde das auch ein wunderschönes Hobby, nur ich habe ein Gobeldon angefangen. Kennst du die Dame mit dem Einhorn, diese Reihe? Da gibt es 5 Stück in Frankreich, hängen die irgendwo im Museum. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Und Buddha hat die mal vor Jahren ausgearbeitet und da habe ich mir 2 Vorlagen schicken lassen. 81 war das. Und die eine habe ich jetzt erst angefangen, also vor 4 Jahren. Ja. Aber das finde ich toll, das ist so eine Aufgabe. Dann wird jetzt nicht mehr fertig, weil meine Hand zittert zwar nicht, das habe ich nicht, aber die Feinmotorik stimmt halt doch nicht. Mhm. Und ich hoffe, dass ich das Bild noch fertig kriege, das ganz kleine Stich. Mhm. Mhm. Aber ich denke, ich schaffe es so noch. Also insofern kann ich auch gut verstehen, dass der Sohn natürlich schon wichtig ist, dass er bei dir ist.
Weil der sicher das eine oder andere, was schwieriger ist im Alltag, ja, dir behilflich manche ist. Manche Sachen, also hochsteigen, da wird es einem schwindelig, ne? Mhm. Ja, genau. Und so einige Sachen, also brauche ich ihn schon noch. Ja. Ist dein Mann verstorben? Nee, wir sind doch alle geschieden. Ihr seid alle geschieden? Wer ist schon noch? Hast du denn so viel Kontakt noch? Besuchen dich Leute, Verwandte oder Nachbarn? Ab und zu mal lade ich mir Kolleginnen ein, aber die kommen auch schwer her. Der eine ist auch gesundheitlich schwer angeschlagen. Ja. Also, und dann bin ich jetzt erst umgezogen. Also hier habe ich kaum noch Kontakt mit den anderen, wo ich vorher wohnte. Da war ich jahrelang da. Bist du weit weggezogen von deinem Alten? Nein, gar nicht weit. Aber das stelle ich mir in dem Alter, vor allen Dingen auch mit der Erkrankung, dann, das ist ja ein großer Stress, ein Umzug, ne? Ja, oder? Ja, aber das geht. Also das wenn ich manchmal dem Arzt erzähle, was ich alles noch mache, sage ich, um Gottes Willen, können Sie das dann noch? Also ich sage, ich bin noch gut drauf, also obwohl ich das jetzt seit 4 Jahren habe, aber es ist Unterschiede bei Parkinson. Manche geht krass voran und ganz schlimm und andere, das quetscht so vor sich hin und wird langsam immer schlimmer. Aber das ist, und ich scheine wahrscheinlich zu denen gehören, wo es einigermaßen ins Griff geht. Also, bist du denn so, wenn du so in die Zukunft guckst, in die unmittelbare Zukunft? Also ganz gelassen. Ja. Wird schon okay sein. Ja, ich nehme das also ganz klar hin und wenn die Leute mich so fragen, was haben sie denn? Und ich sage, ja, Parkinson. Ja, um Gottes Willen, dann lachen sie noch. Also zum Beispiel war allerdings an Weihnachten, also habe ich immer für die Basar haben wir gebacken und so weiter. Und dann habe ich das Parkinson gekriegt, habe es erzählt und hat eine Frau gesagt, Mai, was machst du denn? Du hast doch immer so viel Kuchen gebacken, das kannst du auch nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja, dann backe ich schon den Schüttelkuchen, der geht doch auch noch. Da haben sie alle gelacht. Ja. Also da habe ich dann schon meinen Humor. Finde ich gut. Sei froh, dass es so ist und dass du so ein Typ bist. Ja, das muss sein. Das hilft dir sehr. In meinem Leben. Ja, das hilft dir. Das hilft dir mit Sicherheit auch mit der Krankheit umzugehen und vielleicht bremst das die Krankheit sogar auch in gewisser Weise etwas ab. Und naja, man kann ja was machen. Also Bewegung, wenn es geht. Ne? Wenn es geht, ja. Auch wenn es langsam geht. Und das mache ich dann und dann geht das schon besser. Da rostet man jetzt ein. Wenn ich jetzt nur sitze und mich gar nicht mehr bewege oder schon im Rollstuhl, das wäre natürlich furchtbar. Ja. Das denke ich, das dauert noch ein paar Jährchen. Liebe Gertrud, das wünsche ich dir von Herzen, dass das noch viele Jahre dauert. Ja, und dass du noch viel Spaß im Leben hast und dich gut fühlst und schöne Stickereien machst. Ja, und also wenn der mal fertig ist, ja, der Gobeldorn, der wird nämlich dann, den behalte ich ja nicht für mich. Ja. Ich habe ja kaum was zu Hause. Das wird für Brot für die Welt oder irgendwie versteigert. Ja, und gute der Idee. Ist, und der wunderbar. Und wenn der mal fertig ist, dann machen wir ein Bild und dann schicke ich das. Bitte, ich bitte sehr darum. Ich weiß noch nicht, wo ich das hingebe, das muss ich mal sehen. Also ich habe ja gehofft, dass dies ja noch fertig wird, dass wir es zum Weihnachten machen. Finde ich eine gute Idee, das irgendwie zu spenden oder zu versteigern zu lassen oder so. Aber schick uns mal ein Bild, interessiert mich wirklich sehr. Ja. Das sind wunderschöne Gobeldorn, die kennst du bestimmt. Das sind 5 Stück, die ich Liebe Gertrude, ich wünsche alles Gute von Herzen und viele, viele tolle Jahre noch. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Abend heißt, mit 66 Jahren, in Anlehnung an das tolle Lied von unserem tollen Udo Jürgens, und wir unterhalten uns über die Vor- und Nachteile des Altseins. Ist es wirklich toll? Ist es wirklich nochmal so ein Aufleben? Macht man, wenn man älter ist, nochmal Sachen, die man früher gar nicht gemacht hat? Erlebt man Dinge vielleicht intensiver, vielleicht auch Sexualität sogar noch intensiver als früher? Oder wird es doch eher alles schattiger und düsterer, wenn man einsam ist, krank wird, wenn man sich verabschieden muss immer wieder von Menschen und konfrontiert wird mit dem Tod? 0800 220 50 50. Hier ist die Kunigunde. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist 68, Kunigunde. Ich bin jetzt 68, ja. Ja. Und ich habe mit 66 den tollsten Mann meines Lebens kennengelernt. Sag bloß. Sehr, sehr glücklich. Mit 66? Mit 66. Ich bin jetzt fast 2 Jahre im kommenden Februar. Wie alt ist der Knabe denn? 63. 63. 5 Jahre jünger. Stehst du auf junge Männer? Eigentlich würde ich das noch nicht mal sagen. Ich stehe auf blaue Augen. Oh. Ich kann dir ja mal erzählen, wie wir uns kennengelernt Bitte. Haben. Bitte, ich bin gespannt. Und zwar habe ich eingekauft im Supermarkt. Ja. Und dann hat mir irgendjemand auf die Füße getreten und nachher nochmal. Ich denke, jetzt drehe ich mich rum und knall in die eine. Und dann gucke ich ihn an und sage, Sie haben aber schöne blaue Augen. Habe ihm natürlich nichts geknallt. Echt, du hast das Erste, was du gesagt hast, Sie haben aber schöne blaue Augen? Ja. Ich wollte ihm, also ich habe schon losgelegt mit der Hand und wollte ihm eine knallen und sage, Sie haben aber schöne blaue Augen. Aber da müssen die blauen Augen dich aber sehr beeindruckt haben.
Ja, ne? Genau. Dass man das aber sofort so sagt. Ich habe trotzdem wieder rumgedreht und denke, okay, jetzt muss ich einkaufen, ich muss nach Hause, ich kriege den Besuch. Ja. Und auf der Straße, auf einmal sprach er mich an und sagt, hören Sie mal, wenn Sie die schönen blauen Augen noch ein bisschen betrachten wollen, dann trinken wir doch eine Tasse Kaffee. Super. Und das haben wir gemacht. Hat eine Woche später waren wir verlobt. Nein. Ja. Eine Woche später wart ihr verlobt? Ja. Das ist ja ein Ding. Ist er eigentlich aus Versehen auf dich draufgetreten oder wollte er dich so anmachen? Das habe ich bis heute noch nicht rausgekriegt. Würde ich immer fragen. Eigentlich will ich es gar nicht wissen. Stimmt, so ein kleines Geheimnis kann auch dabei bleiben. Genau, das aber meine ich auch. Sag mal, nach einer Woche schon verlobt? Ihr seid ja wie die ganz Jungen. So ungefähr. Es ist also sowas wunderbar. Ich habe jetzt gerade die Tage einer Dame erzählt, so vor 10 Jahren noch, da habe ich nur an den Tod gedacht und dachte, oh Gott, ich sah mich im Grab und fand das alles furchtbar. Mhm. Und seit ich ihn kennengelernt habe und seit wir uns lieben, wir lieben uns eigentlich täglich, ja, ist alles weg und ich fühle mich wie ein Kind, ja, wo man sagt, oder wie eine 12-Jährige, die noch keinen Kummer hat und das Leben eigentlich als eine große Überraschung sich vorstellt. Gunne, du warst wahrscheinlich verheiratet schon früher mal. Ich bin Witwe, mein Mann ist gestorben, also der Vater meiner beiden Mädchen ist gestorben, da war die jüngste 2,5 Jahre, hatte zwar zwischendurch noch eine längere Beziehung, aber die hat sich dann in Luft aufgelöst und deswegen war ich... Wie lange warst du alleine gewesen, als du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast? 6 Jahre. 6 Jahre. Und hattest du dir das schon abgeschminkt, nach dem Motto, das gibt jetzt sowieso nichts mehr mit den Männern, oder war so eine Hoffnung doch noch da? Ich habe so viele tolle Hobbys, dass ich eigentlich nicht unbedingt einen Partner wollte. Ach so. Ich kann so wunderbar alleine sein. Ich liebe das Leben auch in meiner Wohnung. Ja. Und war eigentlich sehr überrascht. Ich habe sogar immer gedacht, in meine Wohnung kommt niemand mehr rein. Da kommt kein Mann mehr rein. So ungefähr. In mein Bett kommt auch kein Kerl mehr rein. So ungefähr, ja. Ja. Was hast du für Hobbys? Sag mal ein paar Stichworte. Wie bitte? Was hast du für Hobbys? Sag mal ein paar Stichworte. Ja, da kann ich sagen, wandern. Wandern? Ich habe jetzt 8 Jahre meinen Wanderverein und habe 800 Wanderungen. Wow. Und im Moment lerne ich Französisch, weil mein Schätzchen eine kleine Eigentumswohnung in Südfrankreich hat. Aha. Die Sprache. Er ist schon viele Jahre hingefahren. Das? Und kann noch kein Wort Französisch, weil man es ja nicht unbedingt braucht. Es ist ja, Bäcker, aber ich sag dir, das ist ein tolles Training fürs Gehirn, wenn man im Alter eine Sprache noch lernt. Ich habe auch 4 Jahre jetzt vorher Englisch gelernt. Mit super. Einer sehr netten Gruppe. Super. Und das Französische macht mir so Spaß. Ich habe das deinem Vorgänger eben erzählt bei der Erzählung, ja, dass ich letzte Woche als einzige von 12 Leuten die Aufgaben gemacht habe, also meine Hausaufgaben. In so einem Kurses, in so einem Französischkurses. Ja, und ja, da war ich so begeistert und so froh. Ich konnte alles vorlesen und es stimmte alles. Und also ich bin ein bisschen eingebildet, würde ich sagen. Irgendwie, ich habe mich gefreut wie ein Kind. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Das ist ja auch ein tolles Erfolgserlebnis. Genau. Ich muss aber jetzt nochmal über deinen Freund reden. Ja, bitte. Wohnt ihr schon zusammen in einer Wohnung oder hat jeder seine eigene Wohnung? Nein, ich habe meine eigene Wohnung und er wohnt in seinem eigentlich Elternhaus. Ja. Und da wohnt er ganz alleine, in der obersten Etage. Unten hatte der Vater noch gewohnt und er ist leider im Moment sehr krank und wird von der Schwester versorgt, schon seit 2 Jahren. Und aber eines Tages werde ich wahrscheinlich in dieses Haus ziehen, aber noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Noch nicht. Er hat letzte Woche mir einen Heiratsantrag gemacht und da musste ich ihm leider sagen, Schätzelchen, wir können nie heiraten, das habe ich dir noch nie erzählt. Ich kriege nämlich, weil mein Mann damals sehr jung war, wo er starb, noch 350 Euro Witwenrente. Ach so. Und das sind im Jahr 4.000 Euro. Das sind 3 Urlaube in Südfrankreich. Ja, ist eine Überlegung, ist eine Überlegung. Da, ja, definitiv. Ja. War er denn auch schon lange alleine, als er dich kennengelernt hat? Er ist ganz alleine und er hat vielleicht auf mich gewartet. So würde ich das sehen. Er hat natürlich auch Beziehungen gehabt, das ist klar. Ja. So, jetzt nächstes großes Thema, Sex. Wie läuft das bei euch? Täglich, wenn nicht stündlich. Ach, erzähl nichts, Kunigunde, stündlich. Ja, pass auf, Domian, ich würde sagen, wir schlafen nur, indem wir die Hand uns halten. Aber Sex kommt also wirklich sehr, sehr oft vor und es ist das Schönste, was ich mir je vorgestellt hatte. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Sexualität im Alter vielleicht langsamer, aber viel intensiver und inniger abläuft. Ganz recht. Mhm. Also es ist eine große Liebe. Im Moment liegt er im Krankenhaus, er ist heute operiert worden. Oh. Ich bin also heute Abend erst wieder zurückgekommen. Alles gut gelaufen? Danke, ja. Ja. Er hat sehr positiv schon auf den Augen gesehen nach der Narkose. Und ja.
es wird schon gut. Und da war nichts Schlimmes am Knie? Also er hat letztes Jahr ein neues Kniegelenk bekommen und jetzt hat er sich die Kniescheibe gelöst. Ach so. Und das war halt auch nochmal eine Nachoperation, aber es... Also unangenehm, aber nichts Lebensbedrohliches oder so? Nein, um Gottes Willen. Mhm. Ich habe heute Abend noch nachgedacht, ich werde wahnsinnig, wenn ihm was passiert, aber das wird schon nicht der Fall sein. Das muss man auch jetzt gar nicht bedenken. Man muss das Glück jetzt nehmen und genießen, das du hast. Ganz recht, das mache ich auch. Ich würde zu der Erotik noch mal gerne was fragen. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du jetzt im Alter von 68 Jahren eigentlich erst die intensivste Erotik erlebst deines Lebens? Ja. Ja, wirklich? Wenn er morgens aufsteht, ich bin ein Frühmensch, ich stehe um 5 Uhr auf. Ja. Und dann ruft er nur, ich komme, weil ich mich sehr schnell erschrecke, wenn jemand plötzlich hinter mir steht. Ja. Und wenn ich dann sein lächelndes Gesicht sehe, wenn er mich sieht, dann möchte ich ihn sofort wieder ins Bett ziehen, so in der Richtung. Na, und wenn du die blauen Augen siehst? So ungefähr. Mann, ich muss aber noch was zu seinem Hobby sagen. Bitte. Und zwar, er liebt das Mittelalter. Mhm. Und er tut ja alles für mich und ich für ihn auch. Jetzt schenke ich ihm zu Weihnachten Folgendes. In Berlin ist in dem Kunsthistorischen Museum ist eine mittelalterliche Ausstellung. Ja. Und da fliegen wir hin. Ich habe schon den Flug gebucht und also 4 Übernachtungen in einem tollen First-Class-Hotel. Super. Und mit Eintritt und allem. Er ist auf den Ohnmacht gefallen. Ach, er weiß das schon? Ja, ich habe es ihm schon erzählt. Man muss ja vorplanen, Operationen und alles. Klar, da hat er sich, kann er sich darauf freuen, wenn er im Krankenhaus liegt. Ne? Und ist so eine Freude einfach, die vor einem liegt. Ja. Und ich habe mir so ein richtiges mittelalterliches Kleid gekauft. War so ein mittelalterlicher Markt mit allem Tatütata. Ja. Und er wird sich ein Kettenhemd kaufen. So. Ja. Und dann machen wir Karneval, so eine Schiffstour mit Übernachtung. Und dann werden wir Karneval so richtig feiern. Weißt du, hier in Köln sagt man, je oller, desto doller. Ganz recht. Ne? So seid ihr auch. Bezeichnen, ja. Du hast gerade gesagt, du hast Kinder, ne? Ja, 2 Mädchen. Die Mädchen, wie stehen die zu deinem neuen Freund? Die finden ihn entzückend. Entzückend. Also entzückend. Sei froh, wenn jetzt, es hätte ja auch sein können, dass die den gar nicht mögen. Und dann wäre da gleich eine Spannung, ne, in der ganzen Geschichte. Vor allem die Ältere, die heißt Brenda, wohnt in Berlin. Wenn wir jetzt natürlich nach Berlin fahren, super, dann sehen wir uns. Na klar. Wir fahren 2-3 Mal im Jahr nach Berlin. Ja. Also seit wir uns kennen, letztes Jahr und dieses Jahr schon so oft. Und es ist jedes Mal ein Erlebnis. Also Kunigunde, du grüßt ihn herzlich von mir und richtest die besten Genesungswünsche aus. Das ist sehr nett von dir. Ja, und ich wünsche wirklich, ich gönne euch euer Glück von ganzem, ganzem Herzen und möge es noch 30 Jahre halten oder so. Wanderkollegen sagen immer, Irmgard, du oder Kunigunde, du hast es mal verdient. Ja, finde ich auch. Du bist so eine nette Frau, du hast es auch wirklich verdient und... genießt euer Glück und denkt gar nicht, was so sein könnte und wer weiß, wie das endet oder so. Bringt ja eh nichts, darüber nachzudenken. Ja. Ich hätte auch ganz gerne noch ein Autogramm. Ja. Kriegst du, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an, dann gibst du den Kollegen im Hintergrund gleich die Anschrift. Das ist ganz nett. Ja? Ich wollte dir noch sagen, dass ich dich jeden Abend sehe und ich finde dich wunderbar, wie du den Leuten immer, auch wenn sie jetzt wirklich was ganz Hartes erlebt haben, Mut gibst, weiterzuleben. Das ist so toll, das berührt mich unwahrscheinlich. Das ist ja nett, dass du sagst. Das freut mich sehr. Vielen Dank, Kunigunde. Alles Gute. Alles Gute von Herzen, wir rufen dich gleich zurück. Wiederhören. Tschüss, wiederhören. Und der nächste Anrufer ist wirklich ein Anrufer, ein Mann, nämlich Manfred. Und Manfred ist 71. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Manfred. Ich freue mich. Das Thema interessiert mich sehr und ich kann nur das bestätigen, was die Dame eben gesagt hat. Ich habe noch nie so einen guten Sex gehabt wie zu dieser Zeit. Ist das wirklich wahr? Es ist wirklich wahr, ja. Das klingt für Jüngere immer so im ersten Moment so unglaubwürdig. Ja. Aber es erzählen mir so viele ältere Leute, dass ich das natürlich hundertprozentig glaube und sehr beeindruckt bin. Ja, ich will vielleicht mal etwas ausholen. Ja. Ich habe vor einigen Jahren meine Frau verloren. Nach dem Verlier habe ich eine Prostata-Operation gehabt. Oh ja. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ja, so, naja, mir wurde geraten, mich operieren zu lassen. Und ich habe dem Arzt auch geglaubt. Und habe gesagt, so, nun will ich alles mal regeln, was körperlich so mit mir zu tun hat. Mhm. Es wird ja vielleicht nicht mehr so viel kommen jetzt. Mhm. Ich habe dann aber eine Freundin kennengelernt und hatte auch, habe mich gut mit ihr verstanden. Ja. Es klappte auch so halbwegs mit dem Sex. Ich musste Testosteron
zu mir nehmen, weil es angeblich der Wert zu tief war. Und nun ist aber diese Frau nach 3 Jahren gestorben. Ja. Und ja. Ach so, aber trotzdem, muss ich sagen, ich habe trotzdem gesagt, damit kann mein Leben nicht zu Ende sein. Ich will nicht alleine leben. Ich suche mir jetzt wieder eine Partnerin. Ja, was ja auch nicht so einfach ist, stelle ich mir vor, in dem Alter. Ja. Hast du denn jetzt... Ich fand es, für mich war es sehr einfach. Also ich habe eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Ich habe einmal eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, habe 70 Briefe bekommen. 70 Briefe? 70 Briefe. Boah, was hast du denn da reingeschrieben? Also für Männer ist es sicherlich einfacher. Ja, klar. Kontakte aufzunehmen. Weil es einfach aber ich habe auch im Internet interessante Versuche gemacht. Man kann ja auch... Allein davon könnte man viel erzählen, was da so passiert ist. Das ist ja ein Ding. Ja, und hast du denn jetzt wieder eine Partnerin im Moment? Ich habe jetzt eine Partnerin, ja. Mhm. Und ist das eine reine so eine Affäre, eine Sexaffäre oder ist es eine Liebesbeziehung? Nein, es ist eine echte Liebesbeziehung und ich bin der Meinung, das ist die Frau meines Lebens geworden. Wie lange kennst du jetzt diese Frau schon? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Über ein Jahr. Und du würdest jetzt sagen, das ist die Frau deines Lebens? Ja. Wie viel längere Beziehungen in deinem Leben hattest du? Drei, ja. Und zwei davon sind gestorben, ja. Ja. Nun hast du gerade gesagt, dass du eine Prostata-Operation hinter dir hattest. Vor 5 Jahren, ja. Mh. Und das klappt mit der Potenz dennoch auch, dass Bestens. Ja. Ich habe auch noch nie so viel gehabt wie in diesem Alter. Auch in meiner Jugend nicht, muss ich sagen. Und funktioniert es ohne Hilfsmittel oder nimmst du die kleinen blauen Pillchen ein? Bitte? Nimmst du die kleinen blauen Pillchen ein, um die Potenz noch... Überhaupt nicht. Gar nichts. Überhaupt nicht. Ich habe zwar festgestellt, dass durch diese Prostata-Operation ich auch einen gewissen Vorteil habe. Man weiß ja, wie das beim Mann ist, wenn ein Samenerguss kommt, der bei mir nicht mehr funktioniert. Ja. Dann wird alles schlaff, ne? Meistens. Ja. Und das ist bei mir eben nicht der Fall und deswegen kann man das auch so ein bisschen auszögern und das ist für mich ein großer Vorteil. Und aber für die Frau ein. Das will ich ja auch. Natürlich, aber du hast auch einen Orgasmus. Ich habe einen Orgasmus, ja. Und das ist eine Folgeerscheinung der Prostata-Operation, dass die Erektion nicht so schnell zurückgeht? Ja, es kommt kein Samenerguss mehr. Aber vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Ja. Ich bin dem gar nicht mehr böse, dem Arzt, aber als ich die Operation hinter mir hatte, da hatte der Arzt gesagt, doch, die war ja bloß etwas erweitert, die Prostata. Mhm. Und da war ich sehr böse. Ah ja, das heißt... Es war gar nichts Krankhaftes sonst eigentlich. Ach so, eigentlich hätte man sich... Einfach so abgerubbelt, weil man es, naja, macht man eben, ne? Sag mal, Manfred, wie erklärst du dir das, dass du im Alter von 71 den Satz sagst, eigentlich ist das so die intensivste Liebe meines ganzen Lebens? Ich habe so das Gefühl, das ist genau die Frau, die ich immer gesucht habe. Das ist so mein Ideal. Und außerdem, finde ich das so toll. Ich bin in eine Familie hineingeraten. Sie hat 5 Kinder, die sind alle erwachsen, haben alle studiert und die nehme ich auch für ihren Vater. Wie alt ist sie denn? Herrlich, köstlich. Ja, wie alt ist sie? Sie ist 63. 63, ja. Und hast du auch Kinder? Ich habe auch 3 Kinder, ja. Und die gehen auch ganz locker mit der Frau um, mit der... Ja, ja. Auch. Es gibt da auch kein Problem. Nö. Also insgesamt haben wir dann so 8 Kinder, wenn man will. Du hast gerade die Kunigunde schon gesagt, dass die Frequenz der Sexualität auch so hoch ist, dass die immer zu Lust haben, was miteinander zu machen. Ist das bei euch auch so? Die ist sehr hoch, ja. Ist ja Wahnsinn. Sehr hoch. Ist ja Wahnsinn. Ich habe noch nie in solche Maße Sexualität gehabt, wie jetzt zu dieser Zeit und auch nicht in jungen Jahren. Hast du so, wenn du so zurückdenkst, vielleicht so mit 60 oder gar mit Mitte 50, so eine Durchhängerphase gehabt, wo du gedacht hast, naja, jetzt ist das Thema Sexualität fast vorbei wahrscheinlich? Nee, ich habe etwas anderes. Ich hatte Probleme zeitweilig mit einer Partnerin in der Beziehung. Ja, ja. Dass man ausgesetzt hat. Aber so mehr...
Ja, weil man sich nicht gut verstand. Aber das aus dem Grunde, aber sonst. Ach so, sonst nicht. Wie ist das bei dir mit der Angst vor Dingen, die einem öfters ja nur im Alter ereilen? Das heißt also Gebrechlichkeiten und Krankheiten. Denkst du darüber nach oder genießt du das Leben jetzt so, wie es ist? Und also wir genießen beide, meine Partnerin, also meine Frau praktisch, kann ich ja sagen, und ich, wir genießen das Leben so, wie es im Augenblick ist, ja, und lassen es auf uns zukommen. Und ich habe, also wenn ich zurückblicke, weiß ich gar nicht, wie ich als junger Mann mich gefühlt habe. Ich denke fast genauso wie jetzt. Denkst du denn manchmal, ach, schade, dass ich diese Frau erst jetzt kennenlerne? Das denke ich immer bei ihr. Ja. Das meint sie auch. Ja, ja. Und wir haben es ausgemalt, wie es gewesen wäre, wenn wir uns mit 20 oder 21. Ja, aber vielleicht hättet ihr euch dann gar nicht so erkannt und so wahrgenommen und wertgeschätzt. Wahrscheinlich. Wie, ne, das könnte ja sein. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht mussten beide erst diese immense Lebenserfahrung machen, um den anderen als solchen so zu respektieren, ja, und zu ehren. Ja, und ja, wenn ich mal also so höre, was sie über sich gesagt hat, wie es damals war, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass wir vielleicht gar nicht zueinander gekommen wären zu diesem Zeitpunkt. Ja. Erst die Lebenserfahrung hat uns zusammengeführt. Ja. Lieber Manfred, schöne Grüße an deine Partnerin. Und danke, euch beiden wünsche ich auch wirklich alles Gute und viele tolle Zeiten noch. Ja. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Und hier bin ich verbunden mit dem Dieter. Und Dieter ist, wie alt ist Dieter? Hallo. 66 Jahre. Auch 66. Seit einer Stunde ein bisschen. Ich gratuliere recht herzlich, aber bitte mach den Ton von dem Fernseher ganz runter. Jenny, Moment. Unbedingt, sonst können wir nicht sprechen. Ja, Moment. So, jetzt ist aus. Ja, das ist sehr gut. Wie, du bist erst seit zwei Stunden. Zwei Stunden ungefähr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, danke. Alles Gute. Ja. Hat die 66 irgendwie eine Besonderheit für dich? Besonderheit? Ja, ich fühle mich einfach sauwohl. Sauwohl. Also wir hören ja heute Abend auch viele positive Sachen. Ja, das ist ja schon mal gut. Ich meine, ich sitze im Rollstuhl seit 3 Jahren. Aha. Und weswegen? Ich habe die Hüften kaputt und da habe ich noch 2 Brüche gehabt im März. Ja. Und da ist falsch operiert worden. Ja, und jetzt sitze ich drin. Aber das kann wieder sich bessern, oder? Ja, mit den Beinen wahrscheinlich ja. Aber die haben sich schief eingegipst im Krankenhaus in Düren und da ist die Staatsanwaltschaft drin, da ist beschlagnahmt die Akten, 100 Läuse und Läuse. Also ein großes anderes Thema noch. Ja. Aber ich meine, das könnte ja den einen oder anderen schon runterhauen, so seelisch, wenn man sowas erlebt hat. Du klingst aber sehr, sehr optimistisch. Ja, sicher. Ich meine, die erste Zeit war ein bisschen komisch, wenn du vom Gehirn wegkommst und kommst im Rauschul rein. Ja, ist klar. Ja. Aber ich sag dann im Grunde zu mir, wenn ich mal rausschaue und siehst andere Leute, die sind noch schlimmer dran wie ich. Ja, so muss man sehen. Ne? So, ja, ja, klar. Ja, ja. Lebst du mit deiner Frau zusammen? Ja, ich habe vor 3 Jahren nochmal geheiratet. Auch nochmal im etwas fortgeschrittenen Alter nochmal geheiratet? Ja, aber ich habe noch eine jüngere ausgesucht. Wie alt ist die? 33. 33, das ist natürlich ein Unterschied. 66 und 33. Ja, passt doch, 233, ne? Und ihr beiden kommt gut klar? Ja, blendend. Meine Frau, die ist Psychologin. Ja. Aber von Kolumbien. Aus Kolumbien? Eine Psychologin aus Kolumbien? Ja. Das ist ja ein Ding. Hast du sie denn auf Reisen kennengelernt oder habt ihr euch hier kennengelernt, in Deutschland? Nee, Domian, das ist eine ganz dumme Sache. Ja, eine schöne Sache und eine dumme Sache. Im Internet. Im Internet? Ich höre sie lachen im Hintergrund. Sie lachen, ja, ja. Als ihr euch kennengelernt habt, war sie denn da schon in Deutschland? Oder? Nein, die war in Kolumbien. Ich spreche perfekt Spanisch. Ja. Und dann bin ich da mal im südamerikanischen Jet reingegangen. Ja. Ja, und hab dann so eben, wie man macht im Chat, dumm gefragt. Ja. Ja, und da sagte sie, ich bin die Jennifer. Ich sag, bist du Mann oder Frau? Ich war so perplex. Ja, und das hat natürlich auf Monate hat sich dann ergeben. Ne? Hast du sie denn auch mal besucht dort unten oder ist sie denn hierher gekommen? Nee, ich hab mit den Eltern geredet. Ja. Und Vertrauen aufgebaut, auf Monate gesehen. Und dann Visum besorgt, runtergekommen. 2 Monate hier, geheiratet, glücklich verheiratet. Und alles im grünen Bereich? Im grünen Bereich, ja.
Ja, das ist eine tolle Sache, eine tolle Geschichte. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber schön, dass wir noch kurz haben sprechen können. Also ich wünsche dir einen tollen Geburtstag heute. Was ist irgendwas geplant, was ihr machen wollt? Ja, morgen wird gefeiert. Mit vielen Leuten, mit vielen Gästen? Ja, ich habe zwei Töchter, ja? Die kommen nach hier. Und mein Sohn, der ist Arzt, der ist in den USA, der kann natürlich nicht kommen, aber... Ja. Wir feiern schon. Ne? Also Dieter, dann wünsche ich eine schöne Geburtstagsfeier und auch herzliche Grüße an deine Frau und alles Gute und gute Besserung vor allem. Ja, und an dir. Ich sehe die Sendung immer interessant. Dankeschön, wir müssen Schluss machen.